Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Euro Truck Simulator 2. Wir sind ja immer noch auf dem Weg und verdienen uns jetzt hier unsere Brötchen, beziehungsweise schauen, dass wir das zusammenbekommen, das Geld für unseren richtigen Truck. Wir fahren tief auf Liger, also Tieflader haben wir geladen und sind dann auf dem Weg damit nach Kassel, wenn ich richtig geschaut habe. Mit einem Scania sind wir diesmal unterwegs. Ne? Habe ich doch gelogen? Ne, Scania. Wir haben wieder einen Scania. Und wollen wir auch nicht gar nicht lange reden, sondern gucken, dass wir hier schnell rauskommen. Wenn wir hier schnell rauskommen. So. Schauen, dass hier nichts... Oh, da oben hat es schon gekracht. Den lassen wir einfach mal links liegen. Also die Städte sind mitunter wirklich, wirklich schlimm. Man muss schauen, dass man hier rauskommt. Hier den Tom Hauer. Und mal gucken, ob wir da vorbeiziehen können. Da, der bremst nämlich voll ab, der Lappen. Solche Arschkinder. Die bremsen dann extra ab, damit man hinten drauf knallt. Aber was der kann, können wir auch. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir hier rauskommen. Ihr seht, wie viel Betrieb hier ist. Normalerweise kann man solche Vögel direkt melden. Dazu drückt ihr nämlich Shift und dann geht eine Liste auf und dann seht ihr das, wie die Spieler heißen und so weiter und so fort. Einfach Rechtsklick und dann auf Wiedersehen werden die gebannt. Aber wir werden jetzt erstmal gucken, ob wir hier schnell wegkommen. Der zieht richtig gut, der Wagen. Allerdings läuft der Hänger ein bisschen scheiße, weil wir zwei Tieflader geladen haben. Ja, ich kann dich nicht zurückgrüßen, ich habe meine Hupe nicht eingestellt. Und außerdem sind wir nur noch ein Crap-Fahrer, wir haben noch nicht mal ein eigenes Fahrzeug. Und das hätte ich gerne. Wir könnten einen Kredit aufnehmen, aber da bin ich nicht so der Freund von. Und außerdem haben wir gesagt, wenn wir unser eigenes Fahrzeug haben, geht's auch los mit der Firma. Ah, der Scania, der zieht schon was weg. Also darf man nicht sagen. Tank ist halb voll. Wir sollten abbremsen, sonst kracht es und knallt es. Wir müssen sowieso hier rechts ab. Hört mal unser Motorgeräusch, wenn wir Gas geben. Hört ihr das? Geil, ne? Aber auf Dauer würde mich das nerven. Also der Scania sagt mir nicht wirklich zu. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Obwohl das ein wirklich tolles Fahrzeug ist. Aber mir sagt er nicht zu. Vom Interieur nicht und die Aufteilung nicht. Nein, sagt mir nicht zu. So, wir können schon mal gleich die Spur wechseln, denn wir müssen auf die linke Spur. Wir müssen in Richtung Dortmund. Der Scania zieht richtig was weg. Richtig zieht der was weg. Man merkt das. Der geht hier durch ohne Probleme.
Wir haben ja gesagt, wir fahren 3 Millionen Kilometer. Und ich denke mal, wenn man nach 1 Million Kilometern ein Auto verkauft oder so, dann ja, kann man ruhig mal einen anderen fahren. Vielleicht kaufen wir uns da mal einen Scania, wenn wir 1 Million Kilometer den Volvo gefahren haben. Wir schauen einfach mal, wie sich das ausgeht. Der Sound ist schon nicht schlecht. Da hört man richtig die Pferde arbeiten. So, jetzt müssen wir schauen, dass hier die Pferde nicht arbeiten. Da der hat auch dieselbe Ladung drauf wie wir, habt ihr gesehen, die Tieflader. So, jetzt lassen wir den mal schön laufen und ruhig laufen vor allen Dingen. Oh, was hier Unfall passiert. Der hängt mir da was komisch. Ja, könnte sein, dass hier ein Unfall passiert ist, ja. Ein wenig gegen die Wand gekracht. Aber wir müssen jetzt hier schon wieder Richtung Kassel, ne? Wenn wir jetzt hier mal auf jeden Fall vom Gas gehen, denn wie gesagt, wir wollen ja Richtung Kassel. So, hier unten bremsen wir mal ab. Man weiß ja nie, was da kommt. Aber hier ist frei. Ich hoffe nur nicht, dass der Volvo jetzt auf die Idee kommt, hier zu überholen. Ich habe so das Gefühl, dass er das Fahren nicht so wirklich beherrscht. Ah, neuerdings lackieren sich alle fast grüne Autos. Deswegen, wir haben eine ganz, ganz, also ich habe mir eine ganz, ganz kuriose Farbe ausgedacht. Natürlich mit gegebenen Mitteln, also wir haben jetzt hier einen Standard, ne? Aber es sollte gut zu unserer Spedition passen. So, ich habe Vorfahrt. Da kam uns ein Scania entgegen. Ah, der Scania, der läuft schon, ne? Seht ihr das? Also der zieht hier locker weit weg. Aber wenn wir mit 89, 90 laufen lassen, passt das. Kommt denn da an einen Volvo oder ein MAN? Volvo, aber auch wieder grün. Habt ihr das gesehen? Alle neuerdings lackieren die grün. Ihr werdet erschrocken sein, wie schlicht unsere Lackierung ist. Der Scania hat schon echt ein tolles Geräusch. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Aber der hört sich nicht so toll an. Also der Volvo hört sich zum Scania nicht so toll an, aber dafür finde ich das Interieur und die Größe von der Kabine schöner beim Volvo, beim neuen Volvo, ne? Ich meine jetzt nicht den älteren, zwar auch den FH16, aber ja, die hupen sich alle an. Ich habe leider nicht zum Hupen. Nur zum
Dings, einmal kurz aufs Handy geguckt, da hat man schon fast einen Unfall fabriziert. 42 Kilometer sind wir da. Das heißt richtig Gas und ab dafür. Also ihr seht, viele jetzt gelb. Früher war das gar nicht so. Oh, und der Volvo kommt immer näher. Der ist offen. Der hat definitiv keinen Begrenzer. Sonst hing der uns nicht so an der Pelle. Der geht ganz schön und ist ganz schön am Drücken. Aber wenn er sich eine Beule im Lack fahren will, dann muss der weiter Gas geben. Wenn wir nämlich jetzt einmal hier eine Vollbremsung machen, hat er keine Chance mehr. Oh, der setzt zur Überholung an. Seht ihr das? Beziehungsweise da kommt noch einer, der den jagt. Oder war das jetzt einfach ein Latenzproblem? Mir egal, wir sind jetzt in Kassel. Genau, überholen mich mal kurz vor der Stadt. Und da musste der schon richtig abbremsen, der Vogel. Solche Leute verstehe ich halt nicht, ne? Die geben richtig Gas, um dann zu sehen, aha, wir sind in Kassel und jetzt muss ich abbremsen. Ja, überhol mich mal ruhig rechts, kein Problem. Gib Gummi. Das versteht man nicht unter einer Truck-Simulation. Sondern wir wollen hier realistisch spielen. Realistisch. Sitzt hier schon rein oder die nächste? Müssen wir hier abliefern? Nee, ne? Nee, wir müssen hier rum jetzt. Am besten noch trotz Navi verfahren. Das wär's. Wir müssen jetzt hier rein, genau, ja. Dann hat's ja doch nochmal alles geklappt. So langsam hier drüber, sonst fliegen wir mit dem Kopf bis unter der Decke. Dann werden wir da die Fracht abstellen und dann haben wir wieder einen Auftrag abgeschlossen. Wieder einen Schritt näher zu unserer eigenen Firma. Na, das gibt nichts, meine Freunde, das gibt nichts. Da müssen wir schauen, dass wir das jetzt hinbekommen hier. Ich hoffe mal. Nein, wir müssen wieder einen Schritt vor gerade ziehen. Aber wenn wir gerade ziehen, dann sollte da passen. Nicht zu viel. So, dann passt das wieder. Ja, nicht ganz ideal, aber wir können den jetzt noch rumdrücken. Wenn wir das so ziehen. Also hätte man besser machen können, aber gut, wir schauen uns erstmal an, was wir bekommen haben. Wieder richtig Kohle, Geld, EP dazu passt. Absetzen. Dann sind wir mittlerweile bei 35.000. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.